Verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, mit manchen Tageszeitungen könnte man sagen, nun ist also auch der Ostteil der Stadt in den Händen des Regimes, in den Händen Assads, und die Nachrichten darüber sind voll. Und wie wird kolportiert? Und wir haben das heute in der Debatte auch schon gehört, dass wir uns nur empören, Kriegsverbrecher anprangern, mit weit gerollten, geöffneten Augen durch die Talkshows dann ziehen, Schuld, Verantwortung und das Warum definieren und dann angeblich die Menschen vor Ort hilflos, obdachlos, perspektivlos zurücklassen und nichts tun. Nichts von dem ist wahr, denn die Bundesrepublik Deutschland, die Außenpolitiker der Bundesrepublik und unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier sind ununterbrochen im Einsatz, den schrecklichsten Bürgerkrieg, den wir in unserer näheren Region haben, den man sich vorstellen kann, diplomatisch zu lösen. Ein Krieg, der über 400.000 Tote gefordert hat und 11 Millionen Menschen heimatlos gemacht hat. Ein Krieg, der eben sich nicht reduzieren lässt, meine Kolleginnen und Kollegen, auf die Begriffe wie Assad gegen Putin, gegen das Volk, Putin für Assad, der Iran gegen die Sunniten, die USA und die Koalitionäre gegen Daesh. Mir persönlich ist zum Heulen, wenn ich die Hilflosigkeit der Menschen vor Ort sehe. Und ich verstehe ihre Situation, ihren Wunsch, den wir auch vor Ort verspüren, nur noch weg. Was sollen sie auch tun, wenn sie überlebt haben? Keine medizinische Versorgung durch die gezielte Zerstörung von Krankenhäusern. Wer Glück hat, findet noch eine der letzten existierenden Notkliniken in Kellern, in Löchern. Eine wirklich medizinische Versorgung ist das jedoch nicht. Ärzte und andere Zivilisten, die in Ost-Aleppo geblieben sind, müssen Verhaftungen durch das Regime befürchten. Denn wie soll bei rund 1.200 unterschiedlichen Rebellengruppen, wie soll bei ihnen noch zwischen Kämpfern, Zivilisten, zwischen guten Rebellen, zwischen Daesh, zwischen Kriminellen und Menschen unterschieden werden? Menschen, die heute fliehen, befürchten die Akte des Regimes. Sie fürchten Folter und Tod, entweder durch Assad selbst oder durch den Daesh, wen auch immer. Und wir müssen dies, so wie Ferdinand Lassalle dies einmal sagt, aussprechen, auch was ist. Und wir können nicht abwarten und zuschauen, sondern wir müssen weiterhin für die diplomatische Lösung, so wie dies Frank-Walter Steinmeier, unser Außenminister, bereits macht, den Weg bereiten. Für die Menschen zwischen den Fronten, für Lebensmittelvorräte, für eine zusammengebrochene Wasserversorgung, für Häuser, Straßen, die in der gesamten Stadt zerstört sind. Und nicht zuletzt auch bei der Versorgung das Risiko für uns und für die Menschen mit einzupreisen. Denn die schnelle und leichte Lösung der Airdrops oder gegenüberstellen der Landweg ist viel zu einfach gesprungen, wenn man weiß, dass die Vereinten Nationen in umfangreicher Prüfung festgestellt haben, dass das Risiko, das Angriffsrisiko zu hoch ist. Ich weiß, wir selbst, die wir hier im Reichstag geheizt sind, können uns nicht vorstellen, was die Menschen dort vor Ort erleben. Ich war gestern Abend bei der von der Kollegin Fink-Krämer zitierten Veranstaltung des Alternativen Nobelpreis, wo den Vertretern der Syria Civil Defense, also den sogenannten Weißhelmen, für ihre Arbeit berichtet haben. Und ich gebe ganz offen zu, ein Satz lässt mich nicht los, das war der letzte: Bitte unterstützt uns, bitte helft uns. Der UN-Sicherheitsrat, er tagt am heutigen Mittwoch zur humanitären Notlage in Aleppo, er befasst sich damit. Also es wird nicht nichts getan. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura wird die Weltgemeinschaft über die Situation informieren. Der französische Botschafter warnt, dass das Kriegsgeschehen in der Stadt zum schlimmsten Massaker an der Zivilbevölkerung wird. Deshalb muss dieser Krieg beendet werden. Und der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags hat heute grünes Licht gegeben, das Kriegsstrafrecht zu verschärfen. Das ist gut, das ist richtig. Und der Auswärtige Ausschuss dokumentiert die Menschenrechtsverletzung. Wir dürfen dort nicht schweigen. Wir müssen dies ganz klar und deutlich sagen. Jedoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist alles gut und richtig. Dort frage ich mich, wie können wir der Verantwortung insgesamt gerecht gehen? Denn es geht jetzt nicht um Recht, um Macht, um Einfluss. Es geht um die Menschen, um internationale Hilfslieferungen, die von der syrischen Regierung und auch von Russland wieder zu den Menschen
durchgelassen werden. Und dazu muss man reden, dazu muss man sprechen mit jedem, auch mit dem man es lieber nicht tut. Und auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss man den Partner Türkei in die Verantwortung nehmen. Und deshalb hier die klare Aufforderung auch an die Türkei: Kümmern Sie sich um den Kampf gegen den IS in Syrien und kümmern Sie sich darum, den Finanziers und den Köpfen der Finanziers die Gedanken auszutreiben, dass die völkerrechtswidrigen Luftangriffe auch auf den Norden Syriens endlich beendet werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Schild leuchtet hier auf. Meine Zeit, die mir gegeben ist, ist zu Ende. Aber ich möchte trotzdem noch nur die Redezeit. Ja, nur die Redezeit, stimmt. Nichtsdestotrotz möchte ich einen Gedanken auf die Zukunft noch richten, den Wiederaufbau des Landes, den wir aus dem Auge verloren haben. Haben wir und werden wir für die Wiederbesiedlung bereits Vorbereitungen treffen? Welche Hilfe müssen wir durch unsere Peacekeeper leisten? Lass uns darüber reden, wie wir Leib und Leben dann auch der Entwicklungshelfer und der Heimkehrer schützen können, schützen in einer Region, die es wert ist, wieder menschenwert zu werden. Kollege, aber kümmern Sie wir uns jetzt um die Menschen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Michael Brandt für die CDU-CSU-Fraktion.